In diesem Video werde ich den Enderdrachen besiegen. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann solltest du jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft, Mein Name ist Nico, der Profi, und ich möchte noch eine Sache loswerden. Wir gehen jetzt den Enderdrachen richtig aufs Maul hauen. Aber irgendwie der Stronghold, ne? Der war ja so lame, das Einzige, was hier krass war, waren tatsächlich die Silberfische, ja? Ich bin vorbereitet, wir haben ein bisschen Essen dabei, wir haben ein bisschen Wasser dabei, wir haben ein bisschen Steine dabei. Bett steht. Ich würde sagen, wir jumpen rein. Ich bin ein bisschen nervös trotzdem, ne? Ich hoffe, dass das jetzt keine Enttäuschung wird. Ich hoffe aber auch, dass es nicht zu krass wird. Okay, wir müssen uns rüberbauen. Oh, die Enderman schon mal nicht angucken. Es wird also ernst. Wer hätte das gedacht, dass ich nach all den Jahren endlich mal das Ende spiele? Ich zumindest nicht, aber wir sind drüben. So. Schauen wir uns den ganzen Bums hier mal an. Wo geht Natilla? Oh, Enderman! Bitte, lasst sie mich in Ruhe. Ich will mit den Enderman nichts zu tun haben. Das ist ein Turm. Da sind Türmchen. Da müssen wir ran irgendwie. Da müssen wir was kaputt schießen. Das weiß ich. Haben wir den Drachen schon gesehen? Da fliegt er. So. Kann das sein, dass wir das da hinten kaputt schießen müssen? Ich getroffen. Oh, das war Nummer 1 oder was? Ja, mach mal ruhig da, Mensch. Ich muss hier schießen. Ich muss mich konzentrieren. Aua! Sag mal, ja, ich muss mal kurz umdisponieren. Die Kekse nochmal auf einen anderen Slot. Schießt denn der hier so? Ist der aggressiv oder was? Was ist denn los mit dir, hör mal? Ist das Ding kaputt gegangen oder ist es despawned? Scheint kaputt gegangen zu sein. Ist auch kaputt. Wir gucken weiter. Meine Hungersanzeige geht so schnell runter. Vielleicht hätte ich da Tränke brauchen. Alter, was ist denn los? Erstmal ein Keks. So, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt schon Schaden machen kann oder ob ich ihm erst Schaden machen kann, wenn die Dinger kaputt sind. Das war doch knapp. Kann man das zurückschießen? Frage für den Freund. Hallo. Ist doch schon kaputt oder nicht? Ich bin bescheuert. Schieße ich ihn da noch gegen, wenn das eh schon kaputt ist? Enderman, das sind zu viele Enderman. So, er geht irgendwie runter, das finde ich komisch. Aber ich kann ihn nicht hitten, alles klar. Macht mich nur leicht nervös. Das nächste Ding fällt gleich wieder. Der Pfeil ist schon dran gewesen. Kaputt. Wisst ihr was? Geht's hier hoch. Ich hoffe, dass der mich nicht kriegt. Notfalls habe ich einen Wassereimer. Immer hier den MLG des Todes und der ist gut. Kriegt er auch Schaden? Krieg ich Schaden? Warum auch immer? Ah, hat er mich gerade... Was ist denn passiert hier? So, wieder ein Ding kaputt. Oh, aua. Der ist schon kaputt gemacht, oder was? Nicht angucken. Da oben steht jetzt ein Enderman drauf. Das gefällt mir nicht so gut. Beruhig dich bitte, Gisela. Was ist denn los? Bist du denn so laut, Alter? Was ist denn los mit dir? Gut, Pfeile bringen nichts. Zum aktuellen Stand auf jeden Fall. Oh, ich nehme mal lieber weg. Der ist laut. Der ist sauer. Was ist denn das so laut, Alter? Das ist doch nicht mehr mal normal hier. So, wieder eins kaputt. Es fehlen nicht mehr so viele. Es können nur noch 2 oder 3 sein. Ey, Kollege. Nein. Das ist das, wo ich am meisten vor Angst habe, dass hier die Enderman kommen. Hey, weg mit dir. Wir haben hier gar nichts zu besprechen, wir zwei. Da ganz oben ist noch ein Ding. Das treffe ich auch gleich. Das dürfte zu hoch gewesen sein. Gut, es fehlt aktuell nur noch das eine, aber ich komme da gerade nicht ran. Ich glaube, wir gehen mal näher ran irgendwie. Ja, habt ihr den gesehen? So macht man MLG einfach mit Federfall 4. Kein Problem. Welches waren das jetzt? Da, wo der ganze Ding schon dran ist. Erstmal ein Keks. So. Genial. Ich habe überhaupt keine Sicht da drauf. Ja, dann machen wir jetzt was mir nicht so behaupten. Ei, du kleiner Drecksack, du. Eieieiei. Was sind die aus? Wegen mir oder wegen ihm? Bist du mit euch, Mann? Hört auf. Puh. Ich kriege dieses dämliche Ding da oben nicht zerschossen. Das regt mich am meisten auf, ja. Ich muss da jetzt nochmal hoch. Das ist wenig Bausteine auch mitgenommen, ey. Aber wir bauen uns die einfach jetzt hier ab. Oder geht nicht? Doch, oder geht. So, kaputt. Was jetzt mit den anderen Dingern? Was ist denn jetzt mit den anderen Dingern? Warum gehen die denn jetzt nicht kaputt? Alle anderen sind doch kaputt gegangen. Nimm die Steine mit. Gut, er kriegt jetzt noch durch 2 Dinger Heilung. Das ist. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt kaputt machen soll. Die wurden nach und nach immer wieder freigeschaltet, diese Dinger. Vielleicht kommt da gleich mal runter, dass ich ihn mal hitten kann oder so. Dass er dann auch mal gleich gut nicht heilen muss oder das Ding mal aktiviert wird. Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal. Oh, das ist schlecht. Oh, Federfall 4, ich liebe dich. Wie heftig. Ich kann nicht sterben hier drin, wenn ich auf mein Leben achte. Gut. Aber wie gehen die Dinger jetzt da oben kaputt? Das ist jetzt hier eine ganz wichtige Frage. Boah, ich gleich ausrasten, ey. Wir kommen hier rein. Oh, das macht Damage. Das ist... Ja, okay. Erstmal Leben regenerieren. Wir machen das entspannt. Wir haben hier noch erstmal das Leben holen. Und dann machen wir ihn gleich platt. Ich muss noch auf mein Leben achten. Die MLGs, habt ihr ja gesehen, schaffe ich sehr gut mit dem Wasser placen. Ey, so ein Problem ist, was sagt meine Rüstung eigentlich? Easy. Ist noch richtig... Ja, wir können noch so viele Hits einstecken hier. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich irgendwie Durchschuss hätte. Es gibt sowas wie Durchschuss als Verzauberung auf dem Bogen oder auf der Armbrust. Könnte ich da bestimmt auch durchschießen. Irgendwie so. So, das Ding ist auch kaputt. Jetzt haben wir ihn, glaube ich. Jetzt können wir ihn hitten. Die Frage ist jetzt, geht Pfeil und Bogen bei ihm? Wo ist er denn? Kommt der nochmal irgendwann runter hier oder was will er? Das ist sein Plan. Wie soll ich ihn denn da hitten? Hey, warum werde ich hier gehittet? Dann rastet wieder aus. Junge, komm runter jetzt da. Ich habe keine Zeit für so eine Späßchen hier. Hey, was ist denn dein Auftrag schon wieder? Du, jetzt ist er unten. Können wir damit Pfeil und Bogen was machen? Tatsächlich ja, oder? Oder wurde hier der Schaden genommen? Wir gehen ran. Er haut mich weg, dieses Mistding. Ja, jetzt ist es, glaube ich, nur noch hier das Ding runterspielen. Tatsächlich müssen wir warten, bis er runterkommt. Sieht dazu mal übrig, dass wir ihn schlagen können. Ansonsten war es das nämlich. Also, ich kann mit dem Pfeil und Bogen keinen Schaden machen, glaube ich. Kommt er runter? Der See geht runter. Leider haut mich dieses Schadensding auch weg von ihm. So, komm, mach den gar aus.
haut uns freundlicherweise auch nicht so heftig weg. Er ist immer noch da. Okay, er hat uns also nur einmal kurz weggehauen. Aber ich hätte ihn nicht mehr. Warum das denn? Jetzt hätte ich ihn wieder. Okay, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich hab's geplaced, aber nicht unter mir. Ich hab's fast geschafft. Fast mein erster MLG hier. So, der Maestro kommt wieder runter hier. Ja, komm. Komm, hier runter. Ja, ganz gut. Ich darf nicht dagegen die Flügel kommen, oder was ist los? Muss ich von hinten ran? Was ist denn hier los? Ja, hier hinten hitte ich nicht, oder was? Geht doch. Ich brauch mich gar nicht drehen. Komm hier nicht ran. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich ja wahnsinnig, dass ich ihn nicht hinten kann. Was ist denn? So, geht doch. Mann, 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 du, ey. Jetzt haut er wieder ab. Du Meister, komm runter. Das kann nicht sein, wie lange ich jetzt hier warten muss auf dich. Oh, in der Luft kann ich doch Schaden machen. Okay, alles klar. Das ist ja schön. Dann muss ich ihn nur noch treffen können. Muss ich also nicht nur warten, bis er auf dem Boden ist. Aber muss ihn da auch erstmal hitten können, ne? Ja, alles wird gut. Dass ich manchmal nicht hitten kann, das regt mich auch schon wieder auf. Ich kann sogar hier stehen bleiben. Ich muss gar nicht hochspringen. Ja, das war's, oder was? So, der Platz sitzt hier runter. Ich mache unglaublich viele Level jetzt dadurch. Das weiß ich. So, Level 53, 57, 62, 63, 66... 67, 68. Das ist ein Ei. Wie kann ich das mitnehmen oder so? Hab ich mal nachgeguckt. Jein, ist die Antwort. Theoretisch, also jein. Man kann es nicht wirklich abbauen. So, jetzt teleportiert sich es irgendwo hin. Wo ist es? Hier. Sehr schön. Durchs Abbauen ist das nämlich so. Dann bevor wir nehmen das nämlich mit, weil das gibt's nur einmal. Ich weiß nicht, was man damit macht. Man hat aber, und falls wir den Enderdrachen nochmal beschwören sollten, aus welchem Grund auch immer, könnte der das halt zerstören. Ja, witzig. Wie soll ich denn jetzt hier an Redstone rankommen? Gut, wir können keinen Pisten herstellen, aber der Profi lässt sich natürlich nicht beirren und macht jetzt Folgendes. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wir können das auch mit einer Fackel machen. Was ist das hier? So. Und setzen die Fackel hier unter und dann sollte das eigentlich gleich runterfallen. Zack. Ender-Ei. Die nächste Generation. Sehr schön. Drachenei haben wir bekommen. Gibt's nur einmal, geht's kaputt, gibt's es nicht wieder. So, Werkbank nehmen wir mit. Und ich würde sagen, das ist ja hier das Ende. Wir springen mal rein. Gut, es gibt Credits. Bis hierhin mal kurz ein paar abschließende Worte. Ich fand den Stronghold mit... Ich fand den Stronghold mit Abstand das langweiligste, was wir bisher gemacht haben in Minecraft. Enderdrache war okay, ist cool, dass wir das Ei bekommen als Deko-Artikel. Aber der Enderdrache war an sich langweilig. Es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie knapp, dass ich hätte sterben können. Also bestimmt hätte ich irgendwo sterben können, aber es ist halt nicht passiert. Was ja auch gut ist. Ansonsten war es langweilig, da unten auf ihn zu warten und ihn halt zu schlagen. Was soll man dazu sagen? Bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Aber es gibt dann auch den Wither und es gibt noch den Unterwassertempel. Und die Dinger sollen auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller sein. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Hab den Enderdrachen jetzt mal gemacht. Habe ich noch nie gemacht in Minecraft, wie gesagt. Und ich spiele das irgendwie seit 2011 oder so. 2010, 2011, bin mir nicht sicher. Ja, coole Sache das. Ja, sehr schön. Konnte man überspringen mit Escape. Meine Herren, Alter, das waren jetzt irgendwie schon 20 Minuten. Das kann ich ja gar nicht hier im Schnelldurchlauf machen. Wir sind Level 68 und wir sind instant wieder zu Hause. Das ist auch ganz gut, dass wir dann das Pferd nicht ganz mitgenommen haben. Weil das da sonst immer noch da ganz, ganz weit hinten stehen würde. Wir haben jetzt hier das Enderdrachen. Also wir haben das Drachenei. Und ich würde sagen, wir müssen nochmal irgendwie sowas wie einen Trophäenraum machen, auf jeden Fall, wo das dann reinkommt, beziehungsweise es braucht auf jeden Fall einen speziellen Spot, das können wir ja jetzt hier quasi einmal so hinstellen zum Beispiel und dann war es das, irgendwie dekorativ einbinden. Wenn ich da jetzt gegenhauen würde, würde es wahrscheinlich wieder irgendwo hinfliegen. Sehr, sehr schön. Also wir haben das Ende auf jeden Fall geschafft. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Wither und dann auch der Unterwassertempel einfach ein bisschen anspruchsvoller werden. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, wir sehen uns Montag 15 Uhr hier auf dem Kanal. Tschüss.